Ja, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, was mache ich hier eigentlich? Und jetzt beschäftige ich mich schon so, so lange. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich mir in der Tat keine Fragen gestellt habe zum Sinn meines Hierseins, meiner Aufgabe. Ja, dem, was ich mir gestellt habe. Und trotzdem, ich meine, ich bin ja jetzt 53 Jahre, trotzdem bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, jetzt weiß ich so viel und bin verwirrter denn je. Vielleicht ist das jetzt einfach so eine Phase. Kann sein. Und auch diese Phase geht vorüber und bringt wieder mehr Klarheit. Im Kunststudium, also an der Akademie oder an der Fachakademie, ist damals gesagt worden von einem Dozenten, wenn wir so eine Phase haben, wo wir so das Gefühl haben, es geht irgendwie gar nichts mehr weiter und es funktioniert nicht, die Zeichnungen werden nicht gut, nicht so in gewohnter Weise, dann ist das ein Zeichen, dass sich wieder was verändert, dass sozusagen wie so eine Art Schub kommt. Wenn dem so ist, wenn ich dort das analog jetzt hernehmen kann zu meinem Leben, dann sage ich her damit, weil ja, es ist anstrengend und ich möchte einfach gern meinen Platz einnehmen, meine Lücke finden. Und ich bin mir im Augenblick gar nicht sicher, ob ich jetzt nur vermeintlich meine Lücke gefunden habe, meinen Platz. Und was denn überhaupt das ist, was ich geben kann. Was kann ich geben, was kann ich in diesen gemeinsamen Topf, diese gemeinsame große ja, ich will nicht sagen Suppe, aber unser gemeinsames Gericht aller Seelen, die jetzt zu diesem Zeitpunkt hier auf der Erde verweilen, in ihrem menschlichen Körper. Und alle ja, haben eine Bestimmung, einen Zweck ihres Daseins. Vor allen Dingen geht es um Erfahrungen und den Weg zu sich selber wieder zurückzufinden. Und auf dieser Strecke, den Weg zu sich selber zurückzufinden, im Austausch mit anderen zu sein, auf ganz individuelle Weise. Und wenn ich jetzt die kabbalistische Numerologie betrachte und meine Zahlen, so wie mir das gesagt worden ist oder wie ich dann auch nachgelesen habe, geht schon darum, dass ich meine Erfahrungen in einen Austausch bringe mit anderen, eine Art Öffentlichkeitsarbeit. Nur was kann ich wirklich geben? Was kann ich geben, was für andere wertvoll ist? Und ich hatte heute, gerade jetzt vor ein paar Minuten, den Gedanken, vielleicht in dem Moment genau echt zu sein, so wie es gerade ist. Authentisch. Und nichts anderes zu nehmen als das, was gerade da ist. Und vielleicht ist genau das auch ein weiterer Schlüssel auf den Weg zu mir selber,
in Verbindung mit den Menschen, denen ich begegne. Ja. Und vielleicht ist auch das ein Teil oder trägt es dazu bei, ein Stück für Entwirrung zu sorgen. Ja, denkt, das ist jetzt gerade gut. Das war jetzt einfach ein Impuls, den ich jetzt mit euch teilen wollte. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag und auf bald.